Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam von Isabella Weber. Dort wird sehr schön dargestellt, ja, was in China passiert ist. Eigentlich von 1949 an wird es dort alles sehr detailliert dargestellt. Und damit würde ich Ja, sagen, gebe ich das Wort schon mal an dich über. Weber konzentriert sich ja vor allem auf den Zeitraum zwischen 1978 und 1989, also direkt die chinesische Reformphase nach der Mao-Zeit. Aber erstmal, wer war überhaupt Mao und wie sah sein Regierungsstil aus? 1945 gewann China den Zweiten Weltkrieg gegen Japan und das Bündnis zwischen Kuomintang und Kommunisten zerbrach nach kurzer Zeit. Das bedeutet, der chinesische Bürgerkrieg brach wieder aus und die Kommunisten gewannen diesen Bürgerkrieg. Weber führt das unter anderem darauf zurück, dass die Kommunisten es in ihren Gebieten schafften, die Inflation zu besiegen. Also die Kommunisten griffen unter anderem in den Markt ein, indem sie Nahrungsmittelspekulation verboten, indem sie am Markt teilnahmen und immer wenn die Preise hoch waren, Nahrungsmittel auf den Markt warfen und immer wenn die Preise niedrig waren, Nahrungsmittel vom Markt kauften und so für Planungssicherheit sorgen. Das wird später noch einmal wichtig werden. Aber Weber macht das auf jeden Fall zu einer der Ursachen, warum die Kommunisten sich im Bürgerkrieg schließlich gegen die Kuomintang durchsetzen konnten. Ja, aber jetzt, wie sah dann die Herrschaft der Kommunisten ab 1949 aus? Das Wachstum lag in China etwa im Weltdurchschnitt. Weber nennt dort sehr, sehr unterschiedliche Zahlen. Das heißt, man kann sich ja ein ziemlich schlechtes Bild machen, aber man kann grob sagen, dass China in dieser Zeit wirtschaftlich weder aufholte noch zurückfiel. Und das war deutlich zu wenig. China war 1949 das ärmste Land der Welt. Also das Ziel der Kommunisten war es auf jeden Fall, zu den Industriestaaten aufzuschließen. Und Mao sagte sogar, dass es in einem armen Land einfacher sei, den Sozialismus zu verwirklichen, als in einem reichen Land. Und das ist während seiner Regierungszeit auf jeden Fall katastrophal gescheitert. Und es kam sogar noch zu einer viel größeren Katastrophe, nachdem es in den ersten Jahren tatsächlich zu einer starken Steigerung der Getreideproduktion und zu einer ja, starken Steigerung des Lebensstandards auch in den ländlichen Gebieten kam, wollte Mao die Industrialisierung 1959 mit Gewalt vorantreiben und beschloss den großen Sprung nach vorne. Eine der größten Hungersnöte in der Menschheitsgeschichte war die Folge. Die chinesische Regierung erhöhte die Getreidequote nämlich just zu dem Zeitpunkt, wo die Bauern 1959, 1960 Missernten verzeichneten. Die Folge war, wie gesagt, eine riesige Hungersnot. Wie viele Menschen dabei genau starben, kann man nur schätzen. Weber nennt Zahlen zwischen 16 und 40 Millionen Toten. Die Getreideernte stieg von 164 Millionen Tonnen 1952 auf 200 Millionen Tonnen 1958. Also es kam, wie gesagt, zu einer deutlichen Steigerung der Nahrungsmittelproduktion. Aber durch den großen Sprung sank sie wieder auf 143 Millionen Tonnen 1960. Sie stieg dann bis 1976 wieder auf 283 Millionen Tonnen. Also die Lage verbesserte sich nach dem großen Sprung wieder. Aber das war ein ziemlich trauriger Fall von politischem Aktionismus, von dem die Kommunistische Partei Chinas auch langfristig geprägt werden sollte, da solche ja extremen politischen Entscheidungen, wie man hier sieht, extremen Folgen haben kann. Aber erstmal weiter zu den grundsätzlichen Daten während der Mao-Zeit, damit ihr ungefähr einordnen könnt, wie sich dort die Lebensverhältnisse entwickelten. Die Kindersterblichkeit betrug 1950, wie gesagt, China war da eins der ärmsten Länder der Welt, 208 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten. 1960, während des großen Sprungs, stieg sie dann auf 338 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten. Aber bis 1980, also das war der Beginn der Reformperiode, aber ja, die Zahl können wir, glaube ich, noch, also die Zahl gerät größtenteils aufs Konto der Mao-Zeit, sank sie auf 63 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten. Die Lebenserwartung stieg von 43,7 Jahren im Jahr 1950 auf 64,4 Jahre 1980. Das heißt, auch während der Mao-Zeit kam es mit Unterbrechung dieses großen Sprungs zu einer durchgängigen Verbesserung der Lebensverhältnisse in China. Aber während der Mao-Zeit gab es ja ein grundlegendes Paradigma, die Wirtschaft sollte durch ein Vorantreiben der Schwerindustrie entwickelt werden. Welche Probleme ergaben sich denn dadurch? Ja, wenn man natürlich die Schwerindustrie auf Kosten der Bauern und genau das war halt eben die Strategie vorantreiben möchte, dann ergibt sich natürlich das große Problem der Verarmung der ländlichen Gegenden. Also die Mao-Strategie war im Grunde genommen, die Schwerindustrie mit allen Mitteln irgendwie voranzutreiben, um quasi aufzuholen. Das war ja sein großes Ziel, auf den Westen aufzuholen. Und dafür wurden dann sozusagen die Bauern ausgenutzt. Denen wurde sehr wenig Geld für ihr Getreide bezahlt, um letztendlich halt
das ganze Getreide in die Städte zu führen und die Schwerindustrie ja, dadurch weiter voranzubringen. Und was vielleicht jetzt auch noch sehr interessant ist, was du ja gerade schon ziemlich gut dargestellt hast, das ist ja quasi so eine uralte liberale Weisheit. Ja, die Länder, die zurücklegen, die holen schon irgendwann auf. Ja? Und offensichtlich haben wir hier in China gesehen, aufholen hat nicht funktioniert. Ist ja langsamer gewachsen als der Westen, zumindest jedenfalls so, nicht mit dem sowjetischen Modell. Ja, genau. Also es war einfach das falsche Modell, um aufzuholen. Man braucht die richtige Politik, um aufholen zu können. Und das hat hier nicht sonderlich gut funktioniert, würde ich sagen. Im September 1976 starb Mao dann schließlich und Hua Guofeng wurde sein Nachfolger. Dieser änderte an der Wirtschaftspolitik nicht sonderlich viel. Er leitete aber einige, ja, interessante Debatten ein. Wie sahen die denn ungefähr aus? Ja, Hua Guofeng war quasi der Erste, der überhaupt mal die Debatte über die Produktivität einleitete. Also quasi das Wichtigste, um eine Marktwirtschaft, die es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gab, voranzubringen. Und letztendlich öffnete er auch so ein wenig China der Welt. Das war erstmalig schon so ein bisschen unter Mao der Fall. Nixon hat China besucht. Das war ja unvorstellbar eigentlich damals. Und ja, Hua Guofeng hat quasi China etwas weiter geöffnet, generell die Debatten überhaupt erst eröffnet. Und das war einfach sehr, sehr wichtig. Isabella Weber sagt im Grunde genommen, zu dem Zeitpunkt, wo er quasi ja, regiert hat, hielt man ihn ja für eine Marionette. Der sagt halt das Gleiche, wie Mao gesagt hat. Aber retrospektiv fällt seine Einordnung eigentlich deutlich positiver aus, würde ich sagen, weil er überhaupt erst diese Debatten eingeleitet hat. Ja, und die Folge davon war der Aufstieg von Deng Xiaoping. Dieser übernahm im Dezember 1978 die Führung in der Partei. Chen Yun, ein chinesischer Reformintellektueller, zog in das Politbüro ein und kritisierte gleich die Fixierung auf die Schwerindustrie. Chen leitete, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Wirtschaftspolitik von 1949 bis 1952, also zum Zeitpunkt der Inflationsstabilisierung, als der Staat noch in die Märkte eingriff, aber noch keine Kommandowirtschaft installierte. Und er wollte die Ressourcen in die Landwirtschaft und die Leichtindustrie senken. Also man sieht 1978 schon einen deutlichen Shift im chinesischen Politbüro. 1980 wird Hu Yaobang der Parteivorsitzender, Cao Ziyang Ministerpräsident und Wan Li werden stellvertretende Ministerpräsidenten. Also zu diesem Zeitpunkt zwischen 1978 und 1980 kippt das Politbüro komplett von stalinistischer Entwicklungsstil zu wir leiten jetzt Reformen ein. Also noch keine radikalen Reformen, so schocktherapiemäßig, sondern vorsichtige Reformen, die die chinesische Wirtschaft nach und nach vermarktlichten. Deng Xiaoping prägt dafür den Begriff der sozialistischen Marktwirtschaft. 1979 folgt dann die erste wichtige Reform. Der Getreidepreis wird um 20% erhöht und der über der Quote liegende Preis um 50%. Das heißt, es wird ein zweigleisiges Preissystem eingeführt. Es gibt eine Quote, die immer noch erfüllt werden muss, aber es gibt einen Preis, der über der Quote liegt, der höher ist als der Quotenpreis, damit die Produzenten eben einen Anreiz haben, ihre Produktion zu steigern. Hier wird das Konzept vom Grenzerlös ausgenutzt. Und an dieser Stelle vielleicht mal anknüpfen, sie zieht hier eine interessante Parallele. Weil was ist passiert? Wir sind im Grunde genommen hier das erste Mal von der Kommandowirtschaft in eine Marktwirtschaft übergegangen. Wir haben also einen Teil der Produktion quasi zu einer Marktwirtschaft freigegeben. Jetzt kann der Bauer, der eine Überproduktion hat, quasi einen Teil selbst verkaufen. Das gab es vorher nicht. Und sie zieht hier also die Parallele zu quasi einer Kriegswirtschaft, die in eine Friedenswirtschaft übergeht. Und an dieser Stelle ist der Name John Kenneth Galbraith ein sehr wichtiger Name. Er war zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs im sogenannten Office of Price Administration, abgekürzt im Buch immer OPA. Fand ich ganz amüsant. Und dort hat er quasi versucht, vom Übergang zur Kriegswirtschaft, zur Friedenswirtschaft, Preiskontrollen einzuführen. Und durch diese Preiskontrollen wollte er verhindern, dass es zu einer Inflation kommt bei diesem Übergang. Und das hat anfangs erstmal überhaupt gar nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, dass er alle Preise festsetzt, weil dafür war überhaupt gar nicht ja genügend Personal da. Das Office of Price Administration wuchs auf 16.000 Angestellte sozusagen.
bis man das überhaupt mal geschafft hat, irgendwie Preiskontrollen in den USA einzuführen. Und da zieht sich halt eben die Parallele. Wenn wir also von einer Kommandowirtschaft in eine wieder freie Wirtschaft übergehen wollen, dann brauchen wir also die Preiskontrollen. Das ist eine Erfahrung aus den USA. Hat anfangs, wie gesagt, nicht funktioniert, weil sie einfach das administrativ nicht geschafft haben. Aber letztendlich hat es dann geklappt, dadurch die Inflation in den USA einzudämmen durch diese Preiskontrollen. Und auch hier in China sollten also nicht alle Preise sofort freigegeben werden. Deswegen nennt sie hier den Namen John Kenneth Galbraith, sondern es gab ein zweigleisiges Preissystem. Die meisten Preise waren noch kontrolliert, sollten sich aber erste Märkte bilden durch diese Überproduktion. Ja, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Es kam zu breiten ökonomischen Debatten und es wurden auch westliche Beiträge wie die von Galbraith einbezogen. Aber wichtiger waren zur Anfangszeit der Reform tatsächlich noch Beiträge aus anderen östlichen Staaten. Man griff beispielsweise aus der Systemreformdebatte in Osteuropa aus den 50er und 60er Jahren viele Argumente wieder auf. Und 1977, das ist in diesem Kontext auch sehr wichtig zu erwähnen, wurde die Akademie der Sozialwissenschaften gegründet. Die Ökonomie war in China während der Kulturrevolution komplett verboten worden als bürgerliche Wissenschaft. Und 1977 ging das mit der Akademie der Sozialwissenschaft langsam wieder los, dass in China überhaupt eine Debatte stattfinden konnte. Und man griff dabei, wie gesagt, es wurde zu Anfang vor allem auf sozialistische Beiträge zurückgegriffen, auch auf Lenin zurück. Lenin sagte nämlich, je rückständiger ein Land ist, desto schwieriger ist es, den Sozialismus aufzubauen. Mao hat ja das Gegenteil gesagt. Mao meinte ja, je rückständiger ein Land ist, desto einfacher ist es, den Sozialismus aufzubauen. Und China war zu Anfang von Maos Regierungszeit das ärmste Land der Welt. Es holte gegenüber den Industriestaaten nicht nennenswert auf. Das heißt, ja, Lenin hatte im Gegensatz zu Mao recht. Also hatte man quasi diesen großen sozialistischen Vordenker, mit dem man gut argumentieren konnte, dass es jetzt doch Marktreformen bräuchte. Dass jetzt doch die Entwicklung der Produktivkräfte wichtiger wäre, als unbedingt an diesem stalinistischen Industrialisierungsmodell festzuhalten. Ja, und im April 1979 war es dann soweit, das Politbüro kündigt weitere Preisreformen an, solange das Preisniveau stabil bleibt. Und das war immer die zentrale Vorgabe. Das Preisniveau darf nicht groß steigen, nur einzelne Preise dürfen sich erhöhen, es darf nicht zu einer dauerhaften Inflation kommen. Xu Mukiao schlägt sogar ein gesamtes zweigleisiges Preissystem vor bei sogenannten schweren Gütern. Also schwere Güter, Güter, die wichtig für den täglichen Bedarf sind, sollen nach einer Quote produziert werden, also wie das weiterhin so, wie das vorher auch schon war. Und das, was über der Quote liegt, wie beim Getreidepreis, das soll dann eben höher, also da sollen die Landwirte dann mehr für bekommen oder die Produzenten. Bei leichten Gütern, die könnten ruhig komplett freigegeben werden. Also leichte Güter sind Güter, die man nicht so viel braucht, wie beispielsweise zu dem Zeitpunkt Farbfernseher. Also Luxusgüter, die Bevölkerung nicht braucht, das waren leichte Güter. Güter, die die Bevölkerung auf jeden Fall brauchte, wie Getreide, das waren schwere Güter. Und Xu Mukiao lieferte da ziemlich früh diesen wichtigen Debattenbeitrag, der entscheidend für die weitere chinesische Reformperiode sein sollte. An dieser Stelle noch eine Sache. Diese Begriffe hat sie quasi am Anfang des Buches eingeführt. Da geht sie auf die chinesische Tradition ein, auf das sogenannte Guanxi. Und dort gibt es halt dieses Prinzip der schweren und der leichten Güter. Und die schweren Güter, das steht quasi für wichtige Güter. Und das sind halt solche Sachen wie Getreide, also quasi essentielle Lebensgüter. Und deswegen zieht sie quasi einfach die Parallele, um den Leser das verständlicher zu machen und geht dort auf die chinesische Tradition ein, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt immer noch sehr, sehr wichtig war. Also die chinesische Tradition, der gibt sie ja schon eigentlich ein recht großes Gewicht, dass es überhaupt dort möglich war, diese Debatten. In China ist so eine Zentralstaatlichkeit schon viel länger entwickelt als hier bei Europa. Wir hatten im Mittelalter ja komplette feudale Anarchie. In China, da gibt es so immer wieder große Reiche, die aufgestiegen sind und die wirklich stabile Zentralstaaten waren. Und da hat man historische Aufzeichnungen, die wirklich mehr als 2000 Jahre zurückreichen. Und ja, die historische Forschung ist da in einem wesentlich besseren Zustand gewesen als hier in Europa, auch wegen dieser Geschichte. Auf jeden Fall im Oktober 1980 trat China dann der Weltbankgruppe bei. Chinesische Vertreter erklärten den Weltbankvertretern die Preissetzung, die in China erfolgte, dann wie folgt. Denn zu diesem Zeitpunkt war man ja schon vom stalinistischen Preissystem abgewichen. Also erstens lag die Preissetzung an der Größe des Betriebs fest. Kleine Betriebe durften die Preise selbst festlegen, beziehungsweise wurden von lokalen Behörden gesteuert. Große Betriebe wurden zentralstaatlich gesteuert. Produkte, die der Planerfüllung dienten, waren wichtiger. Das hatten wir gerade mit dem zweigleisigen Preissystem, was damals schon weit verbreitet war. Der Staat stabilisierte die Preise durch Handel am Markt. Es gab staatliche Agenturen, die Güter kauften, wenn die Preise hoch waren, und die Güter kauften, wenn die Preise zu niedrig waren, und die Güter verkauften, wenn die Preise zu hoch waren,
um eben für stabile Preise zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass die Preise nicht zu stark von den Quotenpreisen abwichten. Und die Preise für Kapitalgüter wurden vom Staat festgelegt. Nur wenn es ein Überangebot war, durften die Preise bestimmter Kapitalgüter, wie beispielsweise von Traktoren, um bis zu 20% sinken. Also das war so eine Sonderregel. Kapitalgüter befanden sich weiter in festen Staatshand, weil die wichtig für die Industrialisierung waren, weil es hier nicht zu großen Preisschwankungen kommen durfte. Das sollte sich erst ab Mitte der 80er Jahre ändern. 1980 wird dann Cao Ziyang, der als Parteisekretär die Reformen in Sichuan leitete, Ministerpräsident. Auch Cao warnte vor steigenden Preisen durch zu schnelle Liberalisierung. Also Cao Ziyang merkt durch den Namen, der wird noch wichtig werden. Ja, vielleicht noch etwas jetzt zur Weltbank und zu China. Die Weltbank hat ja quasi unbedingt gewollt, dass China ihr beitritt. Und dementsprechend fiel sogar die Bewertung der Mao-Zeit in dem Bericht recht positiv aus, was man sicherlich so auch taktisch dann gemacht hat. So einen Bericht kann man ja positiv oder negativ darstellen. Man hat die Zahlen und man kann sagen, die sind gut oder sind schlecht. Und sie interviewt unter anderem Adrian Wood, der damals also auch an den Diskussionen teilgenommen hat zwischen China und der Weltbank. Und dieser zieht recht positive Bilanz. Es waren also Diskussionen. Ja, China hatte seine Position, die Weltbank hatte eine andere Position. Und er nennt das witzigerweise also nicht Wissenschaft oder sonst etwas, sondern zwei verschiedene Ideologien, die dort also in den Diskussionen geherrscht haben. Was ich auch nochmal sehr interessant fand, dass er selber die Weltbank als Ideologie und nicht als die tollen Wissenschaftler dargestellt hat. Ja, du sprichst gerade diese Weltbankkonferenz 1982 von Mungashan an. Da gab es halt diese zwei großen Lager quasi. Also zuerst mal die Weltbankvertreter, die eher auf schnelle Vermarktlichung drängten, und dann die Ökonomen vom Systemreforminstitut, was bei den Reformen in China eine wichtige Rolle gespielt hat und wo eigentlich alle führenden Ökonomen, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Shu Mukiao, Liu Zufao oder Liao Yili, die haben alle zum gemäßigten Lager gradueller Reformer gehört. Die wollten keine Schocktherapie, die wollten langsame, gemäßigte Reformen und die wollten, dass sich die Produktivkräfte möglichst schnell entwickeln. Also die Entwicklung der Produktivkräfte stand über allem und es war jetzt nicht wichtig, da eine Ideologie 100% Staat oder 100% Markt zu erfüllen. Also das war hier quasi die zentrale Motivation und man wollte quasi empirisch auswerten, welcher Weg nun der beste wäre. Also man wollte sich die Realität ansehen und schauen, wohin die Daten genau deuteten. Also deswegen war dieses Systemreforminstitut als eine der wenigen Forschungsorganisationen, die es in China zu diesem Zeitpunkt gab, auch so wichtig. Denn ich hatte es schon erwähnt, die Ökonomie war während der Kulturrevolution komplett verboten gewesen und musste in China wieder neu aufgebaut werden. Und vielleicht jetzt mal auf diese Zeit eingehend, ja in den 80er Jahren, vielleicht 84 bis 87, so als nächsten Sprung. Man hat also immer mehr Preise freigegeben. Jetzt haben wir ja gerade schon das Motto der Chinesen gehört, empirisch arbeiten, immer schauen, funktioniert das nicht, sich langsam voranhangeln. Würdest du sagen, hat man das denn dann auch tatsächlich so langsam gemacht in den 80er Jahren oder ging es vielleicht etwas zu schnell dann doch mit der Preisfreigabe? Tatsächlich hat man das zwischen 1984 und 87 hat sich das Tempo der Preisfreigaben immer mehr beschleunigt. Also dazu komme ich jetzt, dass hat man 1984 ja diese grundlegende Richtungsentscheidung getroffen, dass man jetzt die Vermarktlichung entschieden und schnell vorantreiben will. Aber erstmal bis 1984 hat man die Vermarktlichung langsam und halt durch dieses zweigleisige Preissystem hauptsächlich vorangetrieben in der Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft zeitigte das riesige Erfolge. Also 1984 gab es ein großes Überangebot an Getreide. 1983 wurde die Rationierung von Baumwolle aufgehoben, also das Hungerproblem, was es 1978 noch gab. Also ein Drittel der Bauern, 260 Millionen Menschen galten als arm und 10% der Bauern, also rund 80 Millionen Menschen, hungerten sogar. Dieses Hungerproblem war im Jahr 1984 komplett gelöst worden. Also durch schnelle Marktreformen innerhalb von 6 Jahren, was auf jeden Fall eine Leistung war. 1984 traf man dann die eben schon angesprochene Richtungsentscheidung. Man beschloss, dass das zweigleisige Preissystem bei so gut wie allen Gütern Standard werden sollte. Cao Ziyang nannte 4 grundlegende Prinzipien. Loslassen, reformieren, anpassen und beteiligen. Also das Loslassen von leichten Gütern, das hatten wir eben schon, leichte, also unwichtige Güter. Reform hin zu mehr Dezentralisierung, also es sollte mehr auf lokaler Ebene, mehr von den lokalen Behörden, mehr von den einzelnen Unternehmen entschieden werden und weniger zentralstaatlich gelenkt.
die Preise langsam anzupassen an die Marktpreise, die sich ja langsam bilden sollten. Also diese Märkte, die bildeten sich ja langsam, die wurden nicht so, also die sind ja nicht sofort entstanden. Das war ja auch ein Problem bei der Schocktherapie, dass es beispielsweise gar keinen Arbeitsmarkt gab, dass es gar keinen Wohnungsmarkt gab. Sowas kann man nicht von heute auf morgen einführen, sondern sowas bildet sich langsam um die staatlichen Strukturen herum. Und wenn sich Marktpreise gebildet haben, dann kann man die staatlichen Preise langsam an die Marktpreise anpassen, um einen stabilen Übergang zu gewährleisten. Und das vierte und wichtigste: Der Staat stabilisierte die Preise durch Beteiligung am Markt. Staatliche Handelsagenturen kauften Güter, wenn die Preise niedrig waren, und verkauften sie, wenn die Preise hoch waren, damit die Preise auch nicht zu stark von den Planpreisen abwichen, damit die Landwirte, damit die Produzenten, damit quasi alle Planungssicherheit hatten. Das war die Richtungsentscheidung von 1984. Es sollte weiter vermarktet werden, aber das Preisniveau durfte nicht stark steigen. Es durfte auch nicht zu großen Preisfluktuationen kommen. Der Staat hielt weiterhin seine schützende Hand über den Markt. Das war die grundlegende Richtungsentscheidung, und die Vermarktlichung schritt infolge dieser Richtungsentscheidung auch enorm schnell voran. 1978 lag der Anteil im Einzelhandel und in der Landwirtschaft von Preisen, die der Staat regulierte, noch bei über 90%. 1985 lag er nur noch bei etwas über 60%. Ab 1985 begann der Staat, die Kontrolle über einige Kapitalgüter abzugeben. Also wir hatten es ja eben schon. Über Kapitalgüter hatte der Staat vorher 100% Kontrolle. Nur bei einem Überangebot durften die Preise um bis zu 20% sinken. Jetzt gab der Staat langsam auch bei Kapitalgütern die Kontrolle ab. Ab 1985 wurde auch die Getreidebeschaffung reformiert. Der Staat legte keine festen Quoten mehr fest, sondern er machte einzelne Verträge mit den Landwirten. Was dann angesichts des Überangebots von Getreide natürlich dazu führt, dass der Getreidepreis sank. Das heißt, ab dann begann auch die Produktion an Getreide wieder zu sinken. Was später Futter für die Inflation, die dann kommen sollte, liefern sollte. Dass die Getreideproduktion eben durch diese sinkenden Preise wieder sank. Also das ist auch ein Problem, wenn man dem Markt zu viel Freiheit lässt, dass dann solche zentralen Rohstoffpreise wie der Getreidepreis, der im 1985 immer noch relativ armen China ja eine wichtige Rolle für die Nahrungsmittelpreise spielte, wenn der so stark schwankt, dann sorgt er für Schwankungen des allgemeinen Preisniveaus, beziehungsweise dann haben die Produzenten auch keine Planungssicherheit. Ja, an dieser Stelle vielleicht mal einfach zusammengefasst. Das heißt, im Grunde genommen bis 1984 hat man sich eigentlich recht langsam vorangetastet. Da kann man wirklich sagen, dieses graduelle Tempo der Preisvergabe war angemessen. Ja. Und dann ab 1985, gerade wo man an diesen wichtigen Preis gegangen ist, der dann zu niedrig war, hat man vielleicht das Tempo, ja, vielleicht ist man zu schnell vorgegangen, weil, klar, niedriger Weizenpreis, der Staat hält es den Preis nicht mehr stabil für die Bauern, dann hat man natürlich weniger Anreiz für die Produktion, und das wird das Angebot natürlich auch niedrig halten, ne? Also ja, beziehungsweise ja. Das wird zu einem niedrigen Angebot führen. Das heißt, ab 1985 ging man dann möglicherweise mit der Liberalisierung etwas zu schnell voran, ging an zu wichtige Preise, wo sich noch keine richtigen Märkte gebildet hatten. Und ab hier erkennen wir dann die ersten Probleme. Und würdest du sagen, wir können jetzt schon zur Inflation springen, die daraus resultierte, der zu schnellen Preisfreigabe? Ja, ich glaube, wir können schon mal kurz einen Vorgriff nehmen. Also zwischen 1984 und 87 sank die vom Zentralstaat rationierten Kategorien von 256 auf nur noch 26. Also du hast es gerade schon gesagt, die Preiskontrollen wurden extrem zurückgefahren. Und 1987 lagen dann die Marktpreise von 13 grundlegenden Gütern um 115% über den Planpreisen. Das heißt, diese Entscheidung von 1984, so schnell mit der Vermarktlichung voranzuschreiten, so viele Preise freizugeben, die war auf jeden Fall eine Grundlage für eine später zunehmende Inflation. Aber es gab damals sogar noch viel radikalere Pläne. Und hier erzählt Weber eine interessante Geschichte, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Nämlich wie China 1986 der Schocktherapie entkam. Chinesische Ökonomen unter Wu Jingliang kritisierten dieses zweigleisige Preissystem nämlich dafür, dass es Korruption fördere, dass der Preismechanismus ja der zentrale Mechanismus in einer Marktwirtschaft sei und diese zweigleisigen Preise automatisch zu Verzerrungen führen würden. Also sprich, die reine marktwirtschaftliche Ideologie war nicht verwirklicht. Dieses zweigleisige Preissystem schuf nichts als Probleme, also einfach ganz streichen. Die alle Preise freigeben. Es würde zwar eine kurzfristige Inflation geben, aber kein Problem. Danach würde sich alles wieder ordnen. Der Markt regelt das ja. Also das war quasi die Argumentation dieser Ökonomen. Und sie setzten sich damit auch fast durch. Sowohl Deng Xiaoping als auch Cao Ziyang ließen sich von ihren Argumenten fast überzeugen. Diese Ökonomen vermarkteten die Schocktherapie damals unter dem Namen Paketlösung.
Und als positives Beispiel für diese Paketlösung galt Ludwig Erhards Preisvergabe 1948, du lachst schon, in der Bundesrepublik. War die denn so ein großer Erfolg? Ja, die war überhaupt kein Erfolg, natürlich. Es gab Riesenproteste gegen diese Preisvergabe und letztendlich resultierte daraus ja die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie heute hier in Deutschland kennen, mit ihrem Sicherheitsnetz. Ein ziemlich absurder Vergleich, der aber immer von Liberalen gezogen wird. Also Deutschland gilt ja immer als liberales Vorbild. Und selbst relativ betrachtet gab es ja kein Wirtschaftswunder, weil die anderen Volkswirtschaften auch enorm schnell wuchsen zu dieser Zeit. Ja, es gab ein Wirtschaftswunder, aber das hängt wenig mit Erhards Währungsreform und Preisvergabe 1948 wie gesagt, zusammen. Relativ gab es kein Wirtschaftswunder. Es gab halt ja, es gab in ganz Westeuropa ein Wirtschaftswunder. Ja, eben. Es und in Ostasien. Wenn das halt zeitgleich auftritt, dann wird es wohl nichts explizit mit der deutschen Politik zu tun haben. Mit der westlichen Währungspolitik, mit der Zinspolitik, mit der Ausgabenpolitik, mit der Lohnpolitik zu tun. Das war nämlich eine extrem wachstumsfördernde Kombi, die man auch so ähnlich tatsächlich in China dann gesehen hat während der Reformphase und nach der Reformphase. Ich glaube, zu dem Fazit nachher, wie hoch das Wachstum dann insgesamt war, kommen wir noch. Aber man kann sagen, dass in dieser Zeit des Wirtschaftswunders in allen westlichen Volkswirtschaften das Wachstum in der gesamten Zeit, wo wir jetzt im Westen mittlerweile seit 200 Jahren Kapitalismus haben, am höchsten war. Nämlich von den 50ern bis in die 70er Jahre. Also das kann man schon sagen. Das hat jetzt aber wenig mit Ludwig Erhard tatsächlich zu tun. Aber jetzt nochmal Bezug zu diesen Diskussionen 1986, weil das haben wir ja gerade gehört. Das ist ja sehr, sehr interessant. Das heißt, wir sehen doch im Grunde genommen, dass die Liberalisierung, die geplant war, 6 Jahre lang ziemlich gut funktioniert hat, indem man sich graduell herangetastet hat. Und jetzt gibt es 1986 plötzlich Diskussionen, dass man das Tempo erhöhen soll, mit Beispielen auf Deutschland, anstatt dass man sich mal angeschaut hat, wie gut das in China bislang funktioniert hat mit der langsamen Liberalisierung, wie gut das funktioniert hat mit dem zweiglasigen Preissystem. Ne? Plötzlich gibt es diese Diskussion. Und 1985, wie gesagt, ist der Weizenpreis gefallen. Also eigentlich hatte man hier sogar noch ein zusätzliches Argument dafür, das zweigleisige Preissystem zu erhalten, beziehungsweise hier als Markt, als Staat nochmal einzugreifen. Also eigentlich ist es doch komisch, dass die Diskussion in diese Richtung ging, aber wir kennen ja die Liberalen, ja. Die bringen immer die gleichen Argumente und denen ist die Empirie relativ egal. Ja, absolut. Aber wie gesagt, sie setzten sich 1986 fast durch und erhielten auch Unterstützung von berühmten osteuropäischen Reformökonomen wie Wladimir Brusch, der tatsächlich auch auf zahlreichen Konferenzen eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber hier kam der entscheidende Gegenspieler, den wir vorhin schon erwähnt hatten, nämlich das Systemreforminstitut auf den Plan. Dieses argumentierte auf Basis der Erfahrung in Jugoslawien und Ungarn gegen die Preisfreigabe. Dort hatten zu schnelle Preisliberalisierung nämlich zu einer hohen Inflation geführt. Und genau das befürchtete das Systemreforminstitut auch für China. Und Li Jining nannte in diesem Zusammenhang den wichtigsten Satz der Reformdebatte. Die Wirtschaftsreform kann immer noch scheitern, wenn die Preisreform scheitert. Aber ihr Erfolg hängt nicht von der Preisreform, sondern von der Reform der Eigentumsverhältnisse ab. Das heißt, China muss sich von der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft wandeln, nicht dadurch, dass man zuerst die Preise freigibt, wie es die Anhänger einer Paketlösung empfehlen, sondern indem man zuerst die Eigentumsverhältnisse anders regelt, indem man zuerst Märkte aufbaut und danach die Preise freigibt. Cao Xiang ließ sich dann schließlich von dieser Argumentation überzeugen und sagte die radikale Preisreform dann doch noch ab. China entkam also so 1986 tatsächlich der Schocktherapie, aber es gab trotzdem, aber die Inflation beschleunigte sich angesichts der sehr schnellen Marktreformen dann trotzdem. Und parallel dazu kam es in der Partei, also in der kommunistischen Partei, zu verschiedenen Konflikten, die ich jetzt mal kurz skizzieren werde. Die hingen nämlich nicht nur mit der Ökonomie, sondern auch mit der Politik zusammen. Um einen gab es die Anhänger einer Planwirtschaft, die wieder zurück zum alten System wollten. Also das wurde dann durch Leute wie Li Peng symbolisiert. Dann gab es Leute wie Deng Xiaoping, die eigentlich schwankend zwischen beiden Lagern agierten. Und dann gab es Leute wie Cao Xiang, die eine politische Öffnung wollten, die aber nur graduelle Reformen wollten. Es gab also eigentlich keine richtigen Anhänger einer Schocktherapie. Ihr habt es gehört, Cao Xiang und Deng Xiaoping hatten sich 1986 fast von diesen Argumenten überzeugen lassen, haben sich dann aber doch dagegen entschieden. Es waren also in dieser Partei keine radikalen Ideologen, die unbedingt eine Schocktherapie wollten. Es gab einzelne Ökonomen wie Wu Yingliang, die unbedingt
ja, diese radikale neoliberale Schocktherapie wollten, aber die spielten in der Partei eher keine Rolle, sondern es war, wären eher fehlgeleitete Pragmatiker gewesen, die so eine Schocktherapie, wenn überhaupt, umgesetzt hätten. Und dazu kam es dann 1989 auch fast, aber dazu gleich mehr. 1987 verschärften sich nämlich die Konflikte innerhalb der Partei. Also es gab, wie gesagt, Planwirtschaftler, es gab so schwankende Leute wie Deng Xiaoping und es gab Leute, die ja auch nur graduelle Reformen wollten, die aber politisch auf mehr Liberalisierung drängten oder zumindest den Umgang mit den aufkommenden Protesten, dazu auch gleich mehr, die mit denen vorsichtiger umgehen wollten. Also Leute wie Cao Ziyang, beziehungsweise auch viele Reformintellektuelle, die sich für graduelle Reformen aussprachen. Ja, denn 1987 beschleunigte sich die Inflation immer mehr und die Produktion wuchs sehr schnell. Es kam also zu einer Überhitzung der Wirtschaft bei gleichzeitig hoher Inflation. Die staatlichen Kreditbanken, erhöhten die Kreditvergabe ab Mitte 1986 jährlich um 20-25%. Und man muss sich das in China in den 80er Jahren vorstellen, da gab es noch keinen entwickelten Finanzmarkt. Dieses Geld ist fast vollkommen in Investitionen in der Realwirtschaft geflossen. Also wir haben hier wirklich enormes Investitionswachstum gesehen, vor allem in der Leichtindustrie. Ja, dazu kam es, wie gesagt, zu einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion. Die Nahrungsmittelpreise stiegen relativ stark. Der Staat hatte sich aus vielen Bereichen schon fast komplett zurückgezogen. Und in dieser Situation kam es noch zu einer Zuspitzung der Spannung in der Partei. Also eine ziemlich explosive Mischung. Die Bevölkerung ging mit der Zeit auch immer mehr gegen diese, ja, gegen diese Inflation auf die Straße. Die Tiananmen-Proteste, also die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens, gewannen zu dieser Zeit immer mehr Zulauf. Ja, und zeitgleich, also das passiert da jetzt noch gleichzeitig. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön viel auf einmal, stellte Cao Ziyang als neue wirtschaftliche Entwicklungsstrategie seine Küstenentwicklungsstrategie vor. Das heißt, er wollte Exportindustrie in die chinesischen Küstenregionen locken. Das hat jetzt mit dieser Inflation selber nicht so viel zu tun. Aber das ist auch einer der Dinge, die ihm angelastet wurde. Die Inflation schießt durch die Decke und Cao Ziyang kümmert sich da um irgendwelche wirtschaftlichen Entwicklungsprojekte, die in der aktuellen Situation nicht viel helfen. Tatsächlich hat dieses Ansiedeln von Exportindustrie durch ausländische Direktinvestitionen in die Küstenregion dazu geführt, dass die Küstenregionen heute so stark industrialisiert sind, dass sie heute fast auf dem Niveau westlicher Industrieländer sind, während die ländlichen Regionen im Landesinneren noch relativ unterentwickelt sind. Also das hatte eher langfristige Auswirkungen, wurde aber auch in dieser chaotischen Situation von Cao Ziyang vorangetrieben. Ja, aber ja, und das Interessante ist ja an dieser Stelle, die Leute gingen auf die Straße wegen der Inflation hauptsächlich. Ja. Die Leute wollten, dass irgendetwas geändert wird. Und diese Proteste führten aber letztendlich dazu, dass die Richtung eher dahin ging, die Preise noch schneller freizugeben. Ja. Das war ja quasi das, was die Lösung war, obwohl das ja eigentlich total unlogisch war. Man hatte die Preise zu schnell freigegeben, die Wirtschaft war überhitzt. Jetzt wollte er plötzlich noch Direktinvestitionen an den Häfen fördern, in Shanghai jeden Tag einen neuen Hafen eröffnen. Und die Leute gingen auf die Straße. Und was war denn jetzt die Lösung? War die Lösung jetzt, die Preise noch schneller freizugeben? Das wurde ja diskutiert. Ja. Ja, es gab wieder die Ökonomen, die 1986 schon für eine Schocktherapie argumentiert hatten. Die traten jetzt natürlich wieder auf den Plan, also allen voran Wu Jingliang. Also wieder mit den gleichen Argumenten, das zweigleisige Preissystem, das fördere Korruption, das verzerre den Preismechanismus. Wenn man das abschaffen würde, dann würde die Korruption verschwinden, dann würde es zwar einen kurzen Preisschock geben, aber dann würde auch die Inflation zurückgehen, sprich, dann würde alles gut werden. Man müsste das Ganze nur flankieren durch eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik. Das bedeutet Zinsen hoch und Staatsausgaben runter. Das war so ziemlich die Kombination, die die Schocktherapeuten empfohlen und die später in Russland ja auch so große Erfolge haben sollte. Dazu haben wir schon eine eigene Folge gemacht, darauf wollen wir jetzt nicht en Detail eingehen. Nein, ja. Auf jeden Fall fanden diese Schocktherapeuten aber auch immer mehr Gehör. Denn jetzt kommt es, das ist jetzt tatsächlich etwas verwirrend. Deng Xiaoping hatte nämlich Angst, 1989 immer mehr an Einfluss zu verlieren. Also 1988 immer mehr an Einfluss zu verlieren. Deswegen stellte er sich, um seinen Einfluss zu wahren, auf die Seite dieser Schocktherapeuten
und trieb immer mehr Preisliberalisierung voran. Also wie gesagt, Deng Xiaoping war eigentlich einer, der zwischen beiden Seiten geschwankt hatte und gar nicht ideologisch klar immer für wir machen jetzt radikale Preisreform war, sondern der in dieser spezifischen Situation sich auf die Seite dieser Paketreformer geschlagen hatte. Im April 1988 gab der Staatsrat dann schließlich die Preise von Schweinefleisch, Gemüse, Eiern und Zucker frei. Der Schweinefleischpreis stieg schlagartig um 50-60% und Schweinefleisch ist in China ein ziemlich wichtiges Nahrungsmittel. Im August 1988 setzte sich Deng Xiaoping nochmal durch, allein die Ankündigung, eine Preis- und Lohnreform auszulösen, also Preise und Löhne fast komplett freizugeben, löste landesweit Panik und Hamsterkäufe aus. Die Inflation schoss auf über 20% im Vorjahresvergleich hoch. Und nun schlug wieder die Stunde der planwirtschaftlichen Fraktion. Leute wie Li Peng oder Yao Jilin, also Planwirtschaftler, denen diese Preisliberalisierung viel zu weit ging, gewannen wieder an Einfluss und die Reformen wurden erstmal als Kompromisslösung quasi komplett gestoppt und sollten erst 1992/93 wieder aufgenommen werden. Der Staat ergriff wieder die Kontrolle über wichtige Kernbereiche der Wirtschaft. Das heißt, die staatlichen Handelsagenturen griffen viel stärker in die Preise ein, es wurden Preiskontrollen wieder eingeführt. Also die Reformen wurden zu einem Teil rückabgewickelt, weil sie einfach zu schnell vorangetrieben worden waren. Ja, und das ist das zweite Mal, als China einer Schocktherapie entkommen war. Also die planwirtschaftliche Fraktion und Deng Xiaoping im Verbund schafften es schließlich, die Inflation durch diese planwirtschaftlichen Maßnahmen wieder zu senken. Aber 1989 und 1990 waren die einzigen Jahre bis zum Jahr 2020, wo das Wachstum in China zwischen 1980 und 2020 unter 5% lag. Also das zeigt auch nochmal einen großen Unterschied zu der Schocktherapie in Russland, wo die Wirtschaft ja regelrecht abstürzte. In China lag selbst in der schwersten Krise der Reformära das Wachstum immer noch im positiven einstelligen Bereich. Also es gab kein einziges Jahr in der gesamten chinesischen Reformära mit negativem Wachstum, selbst in dieser schwersten Krise. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung. Das heißt ja im Grunde genommen, bis die Inflation noch 20% stieg, bis die Schmerzen erstmal groß genug waren, hatten die Liberalen erstmal noch ihr Tempo erhöht, die Preisliberalisierung wurde vorangetrieben und als die Schmerzen so hoch waren, erst dann setzten sich die Graduellen wieder durch und es wurden wieder mehr Preise kontrolliert bis 1992. Ist ja sehr interessant, dass die Schmerzen hier erstmal groß genug werden mussten, bis man das dann wieder verstanden hat. Ja, aber es zeigt, dass man eben auf die Realität Rücksicht genommen hat, dass man eben nicht brutal seine Ideologie durchgepeitscht hat, sondern dass, als man gesehen hatte, dass diese Preisreform zu schnell voranging, dass man dann bereit war, entsprechend zu handeln und bestimmte Preiskontrollen wieder einzuführen. Aber die entscheidende Bruchlinie in der Partei war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon keine ökonomische mehr, sondern eine politische. Ich hatte ja gesagt, dass Leute wie Cao Ziyang oder auch bestimmte intellektuelle Reformökonomen, dass die für einen friedlichen Umgang mit diesen Protesten waren, beziehungsweise einige Reformökonomen sogar an der Seite der Protestierenden auf dem Tiananmenplatz standen. Und das war dann schließlich die entscheidende Bruchlinie, die zum Ausschluss von Cao Ziyang aus dem innersten Machtzirkel der Partei und seiner Verbannung in den Hausarrest führten und die auch dazu führte, dass viele Reformintellektuelle entweder ins Exil gehen, ins Gefängnis gesteckt wurden oder in die Privatwirtschaft gehen mussten, um eben, ja, weil sie in der Politik keine Chance mehr hatten, weil sie nach der Niederschlagung der Proteste quasi raus waren. Ja, Deng Xiaoping ist sich quasi von vornherein treu geblieben. Er hat ja gesagt, wir arbeiten empirisch, wir tasten uns daran. Und auch wenn es sicherlich zwischenzeitlich Fehler gab, wo man das Tempo mal zu schnell hat werden lassen, hat er immer sich wieder auf die Empirie berufen und hat dann erkannt, okay, jetzt läuft hier etwas schief, jetzt müssen wir wieder zurück. Und das hat es ja zum Beispiel in Russland hat es das ja nie gegeben. Da hat man einfach alles durchgezogen und das flog einem alles um die Ohren, das war einem aber egal. Das ist ja quasi der große Unterschied. Ja. Und das ist auch lustig. Viele, die für so eine Paketreform, viele in ihre Paketreform gefordert hatten, wie Wu Jingliang, die machten dann in der Partei sogar noch Karriere, obwohl zumindest nur die teilweise Umsetzung ihrer Vorschläge ja katastrophale Konsequenzen hatten. Viele Reformintellektuelle, die mussten, wie gesagt, aus der Partei komplett fliehen oder ins Ausland gehen, obwohl sie ja eigentlich mit ihren wirtschaftspolitischen Vorschlägen auf der richtigen Seite standen. Also das, so kann Geschichte auch manchmal laufen. Naja.
Ja, Da hat kam halt es natürlich nicht. auch den Hintergrund, dass intellektuell fand ja quasi Washington Konsensus statt, ne? John Williamson hat den Washington Konsensus eingeführt, hatte abgeleitet aus der Argentinien-Krise unter anderem. Und genau das wurde ja in Russland dann betrieben. Das heißt, man hatte die Daten unter anderem aus China, wo es ja funktioniert hat, graduell. Wie gesagt, auch aus die Erfahrung aus der Kriegszeit in den USA, Großbritannien, man hatte diese Erfahrung. Und trotzdem intellektuell hat sich der Washington Konsensus durchgesetzt. Und das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, wo man auch sieht, dass Politik häufig wenig mit guten Argumenten und viel mit Macht zu tun hatte. Also, dass im IWF einfach die richtigen Leute an den richtigen Stellen saßen und deswegen sich der Washington-Konsensus so durchsetzen konnte. Naja, aber kommen wir zurück zu China. In China gab es dann da tatsächlich eine radikale Preisreform, aber erst im Jahr 1992, 93. Also in China hat man sich, um jetzt mal nochmal das ganze Bild zu zeichnen, von 1978 bis 1993 Zeit gelassen, um die Preise freizugeben. Also man hat sich 15 Jahre Zeit gelassen für eine Entscheidung, die in Russland ja eigentlich schon in einem der ersten Tage von Jelzins Amtszeit gefallen ist. Und hier wird wieder deutlich, wie wichtig der Faktor Zeit ist. Wenn sich Märkte gebildet haben, da kann man solche Preise tatsächlich freigeben. Trotzdem führte diese Preisfreigabe 92-93 zum stärksten Inflationsschub der Reformgeschichte. Aber es war eben nur ein kurzer Schub. Es war nur ein kurzer Preisschock. Dem folgte keine dauerhaft hohe Inflation, da das durch eine vernünftige Lohnpolitik, durch eine vernünftige Makropolitik flankiert wurde und man auch immer darauf geachtet hat, nicht zu schnell voranzugehen, was man ja 1988, 89 fast gemacht hätte. Isabella Weber schreibt dazu, im Jahr 1986 und sogar im Jahr 1988 hätte eine Urknall-Reform katastrophale Auswirkungen gehabt. Im Jahr 1992 hatte dieselbe Liberalisierung Ähnlichkeit mit einem Sprung von einem niedrigen Felsen am Fuß eines Berges, von dem man gerade hinabgestiegen ist. Also, man muss sich das jetzt mal vorstellen. Erst Mitte der 90er Jahre war die chinesische Vermarktlichung, die 1978 begonnen hatte, quasi abgeschlossen. Erst dann war China größtenteils eine Marktwirtschaft. Die meisten Preise wurden am Markt gebildet. Erst, ja, so lange hat es gedauert, um eine Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft zu transformieren. Und dem folgte auch tatsächlich in den folgenden Jahrzehnten weiter ein sehr hohes Wachstum. Und die Partei spielte weiterhin eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Viele Banken, viele große Unternehmen blieben weiterhin in Staatsbesitz. Und auch die chinesische Währung konnte nicht einfach so hin und her schwanken. Der Yuan blieb durchgängig an den Dollar fixiert, aber er wurde halt entsprechend der Inflationsdifferenzen angepasst. Das heißt, bis 1994, wo die Inflation in China höher war, wurde der Yuan abgewertet. Und ab 1994, wo man die Inflation unter Kontrolle bekommen hatte, wertete man den Yuan langsam wieder auf, aber eben so, dass es immer Leistungsbilanzüberschüsse gab. China machte in den letzten 25 Jahren durchgängig Leistungsbilanzüberschüsse. Das ist auch nochmal sehr interessant, dass ein Entwicklungsland, also das war China in den 80er Jahren ja noch, seine Währung so steuern kann, dass es ja gute Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung hat. Dass eine Währungsfreigabe vielleicht gar nicht der beste Weg ist, sondern die Währung weiterhin unter staatlicher Kontrolle zu halten. Ja, und makroökonomisch, du hast es jetzt gerade schon quasi gesagt, wie es danach weiterging mit dem Wachstum. Aber man muss ja auch sagen, dass diese gesamte Preisfreigabe, die gesamte Bildung der Märkte flankiert war von durchgängigem Wachstum. Das heißt, diese Märkte sind quasi parallel zu der Preisfreigabe gewachsen. Und was wir euch ja in dem Russland-Video erzählt haben, war ja, Jelzin hat die Preise freigegeben und die Wirtschaftsleistung ist jedes Jahr eingebrochen. Da konnten ja gar keine Märkte wachsen, sondern das jedes Jahr ist alles geschrumpft. Und in Ja. China, da sind die Märkte gewachsen. Wir hatten riesige Wachstumszahlen. Was hast du gesagt? Die niedrigste Wachstumszahl lag bei 5%. Bei etwas Ja? unter 5%, Ja. 89, 90, in der schwersten Krise der Reformära, hatte China noch ein deutlich positives Wachstum. Und das ist halt Wahnsinn. So konnten überhaupt erst die Märkte entstehen, indem man es langsam gemacht hat und die Märkte quasi wachsen hat lassen. Allein dadurch natürlich reduziert sich der Teil, der vom Staat kontrolliert wird, indem man die Märkte wachsen lässt. Selbst wenn der staatliche Teil gleich geblieben wäre, was ja nicht der Fall ist, relativ wäre der Markt ja trotzdem gewachsen. Also Ja, eher die das macht staatliche natürlich. Beteiligung wirkte als stabilisierendes Skelett über diesem wachsenden Markt. Also der Staat hat viele Preise ja stabilisiert. Erst dadurch hatten die Marktakteure ja Planungssicherheit, um überhaupt Transaktionen am Markt machen zu können. Wenn sich die Preise wie in Russland plötzlich verdreifachen, vervierfachen und man eine Hyperinflation hat, dann kann man nicht vernünftig planen. Oder wenn der Zinssatz von heute auf morgen mal eben um 50% erhöht wird. So kann kein Akteur am Markt planen, so kann kein Unternehmen, so kann kein Privathaushalt planen. Dieser große staatliche Einfluss auf die Wirtschaft in China, der hat dazu geführt, dass die Marktakteure überhaupt Planungssicherheit hatten. Genau. Und vorher, man muss sich auch noch vielleicht eine Sache noch
Man kam jetzt von staatlich gelenkten Preisen, die man jetzt also 1978 überlegt hat, okay, welche Preise geben wir wie frei? Und das sind ja nicht unbedingt Preise, wo entweder rentabel gearbeitet wird, wo Profite erzielt werden, wo man vielleicht zu Verlust verkauft. Und wenn sich kein Markt gefunden hat, und man schlagartig etwas freigibt, wo zum Beispiel der Preis unter einem Preis liegt, wo man Gewinn erzielt, klar, dann sieht man das, was in Russland passiert ist. Plötzlich steigt der Preis ums Dreifache. Und wenn es keinen Markt gibt, dann hat niemand irgendwie eine Orientierung, was mit den Preisen halt eben passiert, bis rentabel gearbeitet wird, bis vielleicht sehr hohe Profite erzielt werden. Und das muss man einfach bedenken. Wenn es keinen Markt gibt, gibt es auch keinen Preis. Und die Preise wurden halt festgelegt. Ja, absolut. Aber jetzt kommen wir mal zum Abschluss. Wie hoch war das Wachstum in China jetzt eigentlich? Also wir hatten uns ja schon daran erinnert, in Russland hat sich die Wirtschaftsleistung zwischen 1989 und 1999 ja ungefähr halbiert. In China verachtzigfachte sich das BIP zwischen 1980 und 2020. Das entspricht einem Wachstum von 11,6% pro Jahr. Also jetzt nicht pro Jahr pro Kopf, sondern nur pro Jahr. Da die chinesische Bevölkerung aber ab den 80er Jahren, also da die chinesische Regierung ab den 80er Jahren die Ein-Kind-Politik einführte, kommt das Bevölkerungswachstum in China auch langsam zum Erliegen. Das heißt, man kann ihr Bevölkerungswachstum nicht mal als zentrale Wachstumskomponente in China anführen, da die Bevölkerung, wie gesagt, ab den 80er Jahren Ein-Kind-Politik gar nicht mehr groß gewachsen ist. Beziehungsweise doch, sie ist gewachsen, aber dieses Wachstum nahm deutlich ab durch die Ein-Kind-Politik. So, Chinas Anteil im globalen BIP stieg von 2,3% im Jahr 1980 auf 18,6% im Jahr 2021. In Russland sah das etwas schlechter aus. Der Anteil am globalen BIP sank von 4,3% 1993, also Beginn der Schocktherapie, auf 3,1% im Jahr 2021. Die absolute Armut ist heute in China komplett ausgerottet. Wir hatten uns noch daran erinnert, absolute Armut in China lag zu Beginn der Reformära bei ungefähr einem Drittel der ländlichen Bevölkerung, 10% der ländlichen Bevölkerung, das waren 80 Millionen Menschen, hungerten sogar. Jetzt gibt es in China sogar nach der chinesischen Armutsgrenze, die mit 2,3 Dollar am Tag sogar etwas höher liegt als die Armutsgrenze der Weltbank, jetzt gibt es diese Armut nicht mehr. Die ist komplett ausgerottet. Die Lebenserwartung stieg in China von 64,4 Jahren 1980 auf 78,6 Jahre 2022. Zum Vergleich, in den USA lag die Lebenserwartung 2022 bei 78,2 Jahren. Die chinesische Lebenserwartung ist also mittlerweile höher als die der USA. Ja, die Kindersterblichkeit, die sank von 63 Todesfällen pro 1000 Lebendgeburten 1980 auf 7 Todesfälle pro 1000 Lebendgeburten und lag damit zwar noch etwas höher als in den USA mit 6 Todesfällen pro 1000 Lebendgeburten, aber das ist immer noch der Wert, den ein modernes Industrieland hat. China ist also in sämtlichen Belangen auf dem Weg, ein modernes Industrieland zu werden. Und bei einigen Indikatoren, wie beispielsweise der Lebenserwartung, ist es da sogar schon angekommen. Genau, also bei diesen Durchschnittswerten bei China muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt so ein Riesenland ist mit den unterschiedlichsten Regionen. Aber offensichtlich hat China den richtigen Weg gewählt, jetzt im Vergleich zu Russland. Und Russland hat eben den falschen. Ne? Ja, Und das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ländliche Regionen wie Tibet oder Xinjiang, die sind immer noch deutlich unterentwickelt und da versucht China jetzt auch durch massive staatliche Industriepolitik diese Region zu entwickeln. Das ist etwas, was in Russland absolut nicht passiert ist. Also in Russland, da hatte die Regierung der Sowjetunion schon versucht, alle Regionen gleichmäßig zu entwickeln. Sie hatte in Sibirien riesige Infrastrukturprojekte in die Bahn gebracht und aus Sibirien kam es jetzt nach der Schocktherapie zu einer enormen Abwanderung. Das heißt, in Russland haben wir durch die Schocktherapie eine Verschärfung dieser Ungleichgewichte zwischen verschiedenen Regionen gesehen. In China, da haben wir zwar durch diesen schnellen Aufstieg auch eine Verschärfung der Ungleichgewichte gesehen, da eben ländliche Regionen wie Tibet oder Xinjiang nicht schnell genug aufgeholt haben, aber da wird das gerade angegangen, dieses Problem. In Russland, da wird dieses Problem absolut nicht angegangen, sondern auch, ganz im Gegenteil, aus Sibirien wandern immer mehr Menschen ab. Nach Tibet oder Xinjiang wandern immer mehr Menschen aus den Provinzen im Westen des Landes zu, weil dort eben große staatliche Infrastrukturprojekte angeschoben werden. Da sieht man auch, wie wichtig eine aktive staatliche Industriepolitik ist. Ja, und der chinesische Pragmatismus geht ja sogar über die Lohnpolitik, weil der Leistungsbilanzüberschuss langsam abgebaut werden soll, weil die chinesische Politik erkannt hat, wenn wir das ganze Zeug ins Ausland schicken, dann können wir damit den Lebensstandard nicht steigern. Also wenn wir das Zeug selber konsumieren, dann können wir damit den Lebensstandard steigen. Also das sind schon, ja, insgesamt ziemlich pragmatische Konzepte der chinesischen Regierung. Ja, also, aber die Leistungsbilanz wird immer leicht positiv gehalten. Der Yuan wird nicht zu stark aufgewertet.
eben weil man sich nicht vom Ausland abhängig machen will, weil man sich gegenüber dem Ausland nicht verschulden will. Und China hat durch diese durchgängig positive Leistungsbilanz ja jetzt auch ein riesiges Auslandsvermögen angesammelt. Also das ist tatsächlich ein Modell, von dem andere Entwicklungsländer etwas lernen können, zumindest wirtschaftspolitisch. Ja, und China hat damit auch vielleicht noch abschließend die mächtigste Zentralbank der Welt aufgebaut. Ne, 10% der amerikanischen Staatsanleihen hält, glaube ich, China ungefähr. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es ist eine gigantische Masse und deswegen kann die chinesische Zentralbank sehr, sehr frei agieren. Man sieht das auch immer wieder. Die chinesische Zentralbank ist, glaube ich, die einzige, die so schlecht von Investoren eingeschätzt wird. Immer wieder gab es Zinssenkungen, mit denen keiner gerechnet hat, weil die einfach ja, das wirtschaftlich Sinnvolle machen. Und dann gab es plötzlich schlagartig, dass die Aktien gestiegen sind, die chinesischen Aktien, weil es halt eben nicht eingepreist war. Und das sieht man eigentlich ganz selten bei anderen Zentralbanken. Bei dem aktuellen Zinserhöhungszyklen der Zentralbanken, die, ja, das hatten wir hier schon besprochen, häufig ziemlich überhöht sind. Also die Zinsen werden aktuell wirklich über alle Maßen angehoben. Das sehen wir ja gerade auch in der Eurozone. Wir sehen keine dauerhafte Beschleunigung der Inflation. Die Zinsen werden aber mal eben von 0 auf 4,5% angehoben. Da macht die chinesische Zentralbank zum Beispiel nicht mit. Und China ist daneben Japan eines der wenigen Länder, was da aus der Reihe schert. Genau. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch. Ciao.